Liebste Freunde der YouTube-Wurm, der Kuniger Blinzelt Show, denn es ist wieder Zeit, unser allerliebstes Lieblingsspiel zu spielen, Chrono Trigger auf dem Super Nintendo. Von uns, genau. Den YouTube-Wurm, mit am Start ist der Shotgunita. Servus miteinander. Was hast du gesagt? Servus, habe ich gesagt. Servus hast du gesagt. Ja, ja, muss man auch sagen. Wir sind jetzt, beim letzten Mal sind wir endlich aus dieser vermaledeiten Zukunft gekommen und haben Magie erlernt. Zauberei. Dann am Ende der Zeit im Moment. Mhm. Am Ende der Zeit. Jojo. Und wir haben erfahren, dass die ganze Welt früher Magier waren und jetzt sind es lauter, sind es eigentlich nur noch Muggel und ein paar vereinzelt Magier, gell? Genau. Okay. Und dass wir wieder zurück in unsere Zeit sollen. Haben wir auch erfahren. Nach Medina 1000 AD. Hört sich nicht gut, da gehen wir mal hin dann gleich. Ich möchte bestimmt ein Proto kuppeln, nein. Was? Oh. Wie viel ist das? 6000? Das sind 65 Millionen Jahre vor VC. Vor Christoph, genau. Ja, dann nach Medina, oder? Nach Medina, Anno Dominik, oder? Ja, 1000. Ich glaube, das ist unsere Zeit sogar. Ja. Also die Original. Jetzt bin ich gespannt, wir sind ja eigentlich verfolgt. Wer die Handlung verfolgt hat, weiß, dass wir verfolgt sind. Und wo landen wir jetzt? Im Schrank. Im Schrank. Aber Medina war man noch nie, oder? Na. Hey, seid ihr gerade aus dem Schrank gekommen? Raus hier! Warte, den sprich ich jetzt. Wer seid ihr eigentlich, dauernd unseren Schrank zu besuchen? Haut ab! Ich find's geil. Und du findest es geil? Sekunde! Das sagst jetzt du. Okay. Medina wurde von den Vorfahren der Mystiker gegründet, die einen Krieg gegen die Menschen verloren. Die meisten Mystiker sind wütend auf Menschen. Seid vorsichtig. Ein seltsamer das Mann lebt. Ich jetzt. Ein seltsamer Mann lebt in der Nähe der Berghöhle, westlich von hier. Besuch ihn doch mal. Danke für die Hilfe. Aber warum seid ihr so nett? Die Mystiker sollen Menschen doch hassen. Menschen und Mystiker kämpfen vor über 400 Jahren miteinander. Es ist wahrscheinlich Magus und Guardia-Krieg, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich vergebe und vergesse gern, aber nicht alle scheinen mein Motto zu teilen. Okay. Jetzt wissen wir das auch. Wir sind jetzt praktisch da, wo früher der Magus gewesen ist. Okay. Aber wir sind jetzt nicht in unserer Zeit zurück, oder? Ich dachte, das wäre unsere Zeit. Jetzt gibt es da irgendwie eine Weltkarte. Doch! Aber da war früher der Magus. Warte mal schnell. Ah, okay. Was passiert, Mann? Ja, ja. Ah, falsch. Ich möchte, gibt es da nicht irgendwie eine Weltkarte? Scheinbar nicht. Doch. Ja. Ah, okay, wir sind wo ganz woanders. Wir sind auf einer anderen Insel. Siehst du das? Ja, ja, ich sehe schon. Also wir waren da links auf der Hauptinsel, sind wir da immer gewesen und jetzt sind wir da. Ja. In Maritima, na, wie heißt das? Medina. Medina. Genau, Medina. Ja, ist doch cool. Vielleicht sind wir da nicht verfolgt. Wo entsteht dieser düstere Singsang? Ja, ist wirklich düster. Oh oh. Der schon wieder. Der schon wieder. Gut. Sir Magus. Gut. Sir Magus. Gut. Sir Magus. 100 Jahre ist es her, dass Magus die Mystiker zum Krieg gegen die Menschen aufgerufen hat. Wenn Lavos erwacht, sind alle Menschen Geschichte. Ah, jetzt haben wir eine Verbindung, die wir bisher noch nie gehabt haben, gell? Ja. Anscheinend ist der Magus, hat der was mit Lavos zum tun. Und der Kanzler, der steckt natürlich da auch irgendwie drin, aber keine Ahnung, frag mich nicht. Der verspricht sich vielleicht die Macht oder so. Sobald Magus Geschöpf
Der mächtige Larus aus seinem langen Schlaf erwacht, kommt das Ende der Menschheit. Also vielleicht hat der Magus im Jahr 600 den Larus beschwört. Der war dann unter der Erde. Genau. Was passiert, Mann? Ja, ja. Und der ist dann im Jahr... Oh, bist du irgendwie ist er ja... rausgebrochen, weißt? Ja. Er ist im Jahr 1999 rausgebrochen und dann hat er diese schreckliche Zukunft angestellt. Ja. Kein Mensch redet mit mir! Hier gibt's nichts für Menschen. Macht, dass ihr wegkommt. Ihr allwissenden Menschen. Wow. Ei, ei. Wenn man was einkauft, dann wird man da gleich mal so. Fehl. Und er trifft mich nicht mal. Der aber Dödel. Ich glaube, der ist schon, wenn er trifft, schon nicht ohne. Wow! Und der andere haut einmal hin. Ja. Ah, mega. Super. Geht er. Doppeltech Feuerpunch gelernt. Ist er super. Ist wahrscheinlich mit der Ding. Der Chef Biester. Keine Ahnung, wer das jetzt gesagt hat. Mhm. Also gut, ich verkaufe euch was. Mal schnell verkaufen. Du willst was verkaufen? Ja, dann müssen wir das verkaufen, was wir noch brauchen. Und ja, das können wir noch brauchen. Ja. Weißt du, das sind alles die Sachen, die wir jetzt nicht mehr. Die wir. Robin Hood ist erwischt. Robin Hood? Ha! Okay. Ja, jetzt habe ich irgendwas. Ist erwischt, oder? Verkaufen. Boah, das ist ja viel zu teuer, schau her. Ja, weil es halt für Menschen ist, deswegen. Du kostest da praktisch nichts kaufen. Ja. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ja. Medina-Stube. Also sehr ungemütlich, merkt ja. Man schon, gell? Gefällt mir nicht. Da. Ältestenhaus. Da oben ist der blaue Pyramide, schaut auch interessant aus. Ozzy V.I.I.I. kommandiert uns wegen dem Ruhm seines Vorfahrens herum. Ich schätze mal, das ist der Ozzy. Mhm. Der Ozzy. Der Fette. Der Diese Fette Arbeit. Faule. Total. Der Fette Faule ist immer der Ozzy. Jetzt sprichst jetzt du so richtig dick. Ich bin Ozzy V.I.I.I. Oberhaupt von Medina. Meine Vorfahren halfen dem großen Magus. Der schaut aber jetzt wirklich aus, als wäre direkt das String was jetzt, gell? Ja. Oh, großer Magus, warum hast du die Menschen vor 400 Jahren nicht einfach ausgerottet? Das sagt einfach zum Mensch. Wenn er jetzt grün wäre, dann wäre er Namekianer. Genau. Eine Hasspille. Eine Hasspille. Eigentlich. Ein Ungeheuer lebt in der Berghöhle im Westen. Nur magische Angriffe können ihm schaden. Wer keine magischen Kräfte besitzt, wird nicht so leicht an ihm vorbeikommen. Aber ich gebe hier lieber wieder an der Aufräumarbeit, bevor Ozzy V.I.I. mich findet. Da blitzt was, hast du es gesehen? Ja, da war früher die Hass. Da war vorher die Hasspille. Ach, okay. Na, Magiepille. Also wir sind jetzt in Medina gelandet. Aber das ist dann ehrlich gesagt unpraktisch, wenn der sagt, dass nur Magie-Sachen schaden können und wir den Ding dabei haben, den Özil. Ja, jetzt chill einmal. Ja. Kommt einmal gerade die geile Musik, die geilste Musik ever. Ja, die höre ich wieder nicht. Die muss ich mir dann immer im Let's Play hören. Ja, jetzt wieder nicht. Du kannst aber irgendein Weihnachtslied singen. Das hast du aber schon wieder nicht mehr so super gemacht. Um etwas weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Ja. Ach. Warte mal, Schnetti. Ja, aber trotzdem, du kannst schon mal anfangen. Ja. Wer spricht den Melchior, ich oder du? Machen du. Ich habe das Gefühl, dass man den öfter sprechen muss. Ja? Ja, dann spreche ich. Yo, hello. Also, ich konnte es so machen, dass ich ihn in einen Akzent spricht. Welchen Akzent darf ich sprechen? Mach mal so rumänisch, russisch. Hallo, wärt ihr an einer Waffe interessiert? Scheiße. Ja, aber das ist trotzdem, ja. Ja. Ich hab's mir gewünscht. Ich möchte mir eine kaufen, oder? Nein, kein Interesse.
kaufen. Denn mal viel besser. Katana Rot. Plasmagewehr. Aber auch wieder teuer, gell? Aber wir haben es ja jetzt. Also Tonic Med, der wir jetzt hat. Gell, na, jetzt wollen wir noch. Verkauf. So, jetzt den mal ausrüsten. Waffen! Gäbe es nie das Böse in dieser Welt zu bestudern, keinen Bedarf an Waffen. Was für ein trauriger Zustand. Ist so ein dämlicher Akzent. Du hast mich, nur du hast mich falsch. Nur du hast mich in diese missliche Lage gebracht. Hättest jetzt irgendwie so. Ich find's geil. Was denn? Für den Akzent. Was? Ich finde den Akzent gut. Ja, du hast. Das ist ja kein Geschmack. Ja, du hast keinen Geschmack. Ich hab da noch übrigens so ein kleines Dosal voll mit Goldstaub bei mir auf dem Schreibtisch. Das ist bei mir in jede Weihnachtskarte gekommen. Ach so, echt? Und echt, ein Arbeitsvertrag in der echt, Arbeitsvertrag in Goldstaub. So ist das, was? Ich krieg genial. Goldstaub. Goldstaub, ist das echt der Goldstaub? Nein, natürlich nicht. Plastik-Goldstaub. Für den Euro vom Kick. Ja, ich meine, du bist voll dekadent, hätte ich gemeint. Das ist der erste Bonus, weißt du? Ich krieg gleich ein bisschen Dosal Goldstaub. Das ist der Goldstaub. So, warte mal schnell. Ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Mensch später. Der hat Katanas an der Wand. Ja. Also, du hast vorher gesagt, du darfst jetzt ein Weihnachtslied singen. Habe ich das gesagt? Mhm. Ich singe ein Refrain singen. Mhm. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. Das ist aber jetzt ein tolles Lied, was du da singst. Ja, ich weiß auch nicht, warum das in meinem Kopf drin ist gerade. Jetzt schauen wir mal, was in den Waldruinen passiert. Da habe ich das Gefühl, da geht's zu, da ist jetzt dann. Da lauert der Endboss. Der ganz Endboss. Ja. Hä? Komisch. Das schaut mir magisch aus. Ja, das ist vielleicht vom Magus. Aber scheinbar können wir da jetzt noch nichts machen, oder? Vielleicht muss man da noch ein Rätsel lösen. Ja, okay, keine Ahnung. Es ist mir ein Rätsel. Das ist die Pyramide. Ja. Ja, wir waren eh noch nicht in allen, oder? Was meinst du? Waren wir schon überall? Ja, wir waren jetzt überall. Gehen wir einfach mal da hin. Da waren wir nämlich noch nicht. Du, den Feinden der Mystiker! Aber für den habe ich am meisten Angst. Ja? Nullinger. Ja, kann ja sein, keine Ahnung. Das sind doch die immer, die sich immer vom Glanter runterrutschen. Die Kreaturen deiner Albträume. Ja. Nein, meine Kreatur meines Albtraums ist der Shotgun-Eater. Ja. Ich suche die regelmäßig heim und dann träume. Nur besser, es ist eine Frau mit Shotgun-Eaters Gesicht. Oder umgekehrt, das bin ich mit der Stimme einer Frau. So. Ach Gott. Eine Kiste. Ein Äther erhalten. Da hinten ist auch irgendwas. Der Gegner. Ah, der Gegner. Ich hab gedacht, das war irgendwie so ein Krug oder so. Ey, weißt du was? Ich tue als erst einmal die Wunderlampe da besiegen. Ja, aber am Schluss kommen wir da noch mehr raus. Wow, jetzt zieht da noch was ab. Acht. Octorouge heißen die anderen. Wie heißen die? Octorouge. Octorouge. Weil die rot sind, gell? Ja. Der ist ja noch blind. Und Wunderlampe. Wow! Der ist, glaube ich, mit Magie ist der leicht zu besiegen. Ja, cool sein. Octorouge. Weil der Ösel immer so fehlschlägt, gell? Nein, wie du gerade gesehen hast, dass die Wunderlampe mit 140 Magiepunkten nach einem Angriff tot war. Was ging uns alle auf den Ösel? Nein. Wir werden den Schwächsten halt rausgepickt haben. Du hast den Schwächsten rausgefickt.
rausgepickt. Achso, ihr müsst wissen, wir sind jetzt, der Shotgun-Hitter ist über Skype zugeschaltet und die Skype-Leitung, die scheint halt ein bisschen schwach zu sein. Ah, okay. Dann gebe ich mir Mühe, mal ein bisschen deutlicher zu reden. Ja. Was bedeutet eigentlich das Auge, das durchgestrichene? Dass er blind ist. Achso. Ja, ganz logisch. Es ist mutmaßlich jetzt auch. Ja, ist ja logisch, aber irgendwie... Logisch, sagt die Dilda. Logisch. Ja, da geht's den Fluss hinunter. Ja. Ist schon geiler Sprite. Ich finde, das ist eine ziemlich geile Höhle, Tropfsteinhöhle oder so. Oh oh. Jetzt können wir die Nasenbären. Temperatur. Na, du hast einen anderen, oder? Na? Temperatur. Temperatur oder so. Also. Temperatur. Hört sich irgendwie indisch an. Wie Vishnapur, gell? Oder so. Ja. Oshna, Oshnabrück. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ist ja voll die geile Stadt in Indien. Ich war noch nie in Indien. Ja, deswegen sage ich es ja. Ja. Shotgun-Hitter, sag mal wieder, dass du voll Ahnung hast. Ja. Stimmt. Na. So. Ah, mach die Nasenbären fertig. Ja, schon. Für mich sind das Nasenbären. Ja, für mich sind das irgendwelche Kaputerimons. Ja. Kennst du nur Digimon? Warst du früher Fan von Digimon? Ich kenne Digimon schon. Ich habe es mir, glaube ich, eine Zeit lang angeschaut, aber irgendwie hat es mir das nicht so gern. Das war nicht so cool wie Pokémon, oder? Ja, und es war halt einfach nochmal genau dasselbe fast. Ein bisschen halt. Es ist schon ein bisschen was anderes. Ja, schon. Aber also, ich muss sagen, ich habe das gerne geschaut. Aber es gibt ja bekannte YouTuber, die auch auf der Longboard Tour dabei waren. Ja. Die haben, die finden Digimon, es ist ein bisschen erbärmlich, finde ich. Für die ist Digimon sowas wie ein Wertersatz, ja. Ohne Scheiß. Wie was? Wie ein Wertersatz. Ja, Wertersatz. Einmal hat sich erinnert, den will ich jetzt nicht näher nennen. Hat sich ein bisschen schlecht gefühlt auf der Longboard Tour. Und dann hat er irgendwie so ein Lied vom Digimon abgespielt. Und das hat er seiner YouTube Fangemeinde halt angepriesen als, das ist für ihn so wichtig, weil das zeigt, dass zusammen und Freundschaft, das kann man schaffen und so weiter. Ja, ja. Stimmt schon auch. Wer diese Lieder beim Digimon kennt, ja, die sind schon immer so, wir sind Freunde und Freundschaft, aber muss auch eins sagen, diese Lieder im Digimon sind die übelsten Kitsch-Cartoon. Ja, es sind ja aber also Lieder. Die typischen japanischen Lieder, aber die... Ja, aber also richtig kitschig, also bitte. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, mei. Ach, ich bin ja noch... Den fliegenden Hamster daher. Nein, das fand ich halt so armselig, dass für den das sein einziger Trost, den er hat, nicht irgendwie in irgendwie an, was ich, in was Tiefgründigen, was nicht so kitschig ist. Aber mir ist es ja wurscht. Die dürfen ja ruhig an was Kitschiges auch glauben. Also nicht an den lieben Gott das glauben, sondern dass dann an irgendwelche Digimon-Lieder glauben. Ja, meine. Da siehst du mal wieder, dass einfach dort die Eltern das Kind total vernachlässigt haben. Ja, ich habe früher auch so viel Fernsehen geschaut, aber ich habe trotzdem aber, nicht irgendwie... du hast deine Stärke nicht, du ziehst deine Stärke heute nicht, wenn du eine Prüfung hast oder irgendwas Schwieriges zu bestehen hast, aus Digimon-Lieder. Wie armselig ist das, bitte? Ja. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Wir sind halt übrigens auch schon kurz vor der Folgenpause. Echt? Ja. Jetzt habe ich wieder über welche YouTuber gelästert. Und dann kriegst du die Retourkutsche. Sind wir jetzt vor der Folgenpause oder nicht? Ja, so ungefähr noch 45 Sekunden. Ja, okay, das schafft. Dann werden wir den noch besiegen. Ja, da werden ein paar Herzhauern, denke ich. Ja. Die... Octorouge. Musst aufpassen, nicht, dass du blind wirst. Ist die Feuer. Von was wird man noch alles blind? Was meinst du? Von was wird man noch alles blind, hä? Vom Methanol. Genau. Hast du genau an dasselbe gedacht, oder wie? Nein, genau was anderes. An was hast du nur gedacht? Nein, das lass mal nicht. Nein, was? Das möchte ich jetzt wissen. Man wird blind davon, weißt du das nicht? Von was denn? Wenn man selber an sich Hand anlegt.
Das lernt man in Bayern in der Grundschule. Ja, und immer wenn man an Blinden denkt, dann denkt man sich, oh. Ernsthaft? Nein. Das könnte sein, dass du sowas glaubst. Natürlich glaube ich sowas nicht, aber das sagt man immer. Ich finde das schlimm, wenn jemand sowas sagt. Ja, stimmt ja, oder? Ja, voll. Deswegen bin ich nicht blind bisher. Genau, ich auch nicht. Und was, wie es da weitergeht? Seht ihr, wenn das Licht angeht, die genau, Blinden, in der nächsten Folge. Die Blinden, die zu sehr Hand angelegt haben, die sehen natürlich nicht, wenn das Licht angeht. Aber die hören uns ja. Aber die können wenigstens einen Daumen hoch geben. Genau, Daumen hoch, Kommentare. Und zum Abschluss singt der Shotgun-Inter nur ein schönes Lied. Der mal I'm Dreaming of a White Christmas Singer. Boah, da keinen Text mehr. Ja, du einfach nur mit dem ersten Ton anfangen. Und dann steige ich ein, weil du bist ja auf meiner Aufnahme drauf, sonst kommt so ein Tonlag. Weißt du, was ich meine? Ja. Du mal, I'm dreaming of a... So, ja, ja. Warte mal. Von Bing Crosby. Ich habe mal gerade den Text. Ja, genau. Dann da anschauen. Ja. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Ja. Ja, und jetzt die zweite Strophe singst du. Oder das zweite Ding singst du jetzt. Komm. Mit den Noten nicht so vertraut. Ja, dann sing einfach so auf gut Glück. I'm dreaming of a white Christmas. Nur mal das Mädchen. Ich kenne das Little Dog kaum. Ich werde das keine Männer. Okay, gut. Dann werden wir dich jetzt nicht weiter belästigen. Ja. Genau. Bevor ich noch die Gesangskarriere bei DSDS starte. Ja, ja. Das ist der Alternativplan. Plan B. Okay. Also dann. Freunde des guten Geschmacks. Frohe Weihnachten, bis bald. Nein, wir sind doch am Montag erst dran. Ja, aber man wünscht trotzdem. Wir sind Montag und die nächste Folge ist die Weihnachtsfolge. Man wünscht trotzdem schon vorher bei Weihnachten so. Nein, nicht. Das ist wie mein Geburtstag. Dann keine frohe Weihnachten. Hässliche Weihnachten. Pferd euch, servus. Servus.